Ich bin im Sommer 2015 vom damaligen Ligakonkurrenten FC Schloss Born zu den Rupschern gewechselt. Das heißt, ich bin jetzt in meiner sechsten Saison beim SVR. Mir geht es soweit in der aktuellen Situation eigentlich ganz gut. Ja, klar, es könnte besser sein. Man würde gerne natürlich wieder seine Freunde treffen und mal wieder ein Bierchen trinken. Ja, aber die Situation fordert uns allen. Wichtig ist, dass es einem selbst gut geht und die Liebsten und der Familie natürlich auch. Und von daher ist alles in Ordnung soweit. Meinen aktuellen Fitnesszustand, den würde ich mit Kreisklasse beschreiben. Im Sommer kam ich gut aus der Vorbereitung, war viel laufen, war fit. Der Lockdown hat mir da viel gebracht. Aktuell würde ich sagen, dass ich seitdem wir kein Fußball mehr spielen, nicht mehr so viel gemacht haben. Und nach Weihnachten, nach Neujahr werde ich auf jeden Fall zwei, drei Gänge ja, draufschalten müssen, um fitter zu werden. Ja, ich freue mich immer, wenn junge Spieler zu unserem Verein stoßen. Es macht einfach Spaß. Ich bin ja selbst noch sehr jung geblieben, ja. Und daher versuche ich einfach jedem unter die Arme zu greifen in Form von Kommunikation, viel reden, kleine Hilfestellung. Und da guckt man, wie man einem unter die Arme greifen kann, natürlich. Fußballerisch vermisse ich am meisten natürlich, wenn man am langen Arbeitstag auf den Sportplatz kommt, den Ball am Fuß hat und einfach mal wieder mit 380 km/h aufs Tor bolzen kann, ja, sich schön die Seele freilaufen kann und einfach Spaß mit seinen Kumpels hat, ja, und mannschaftlich wird definitiv, ja, am Wochenende, wir sind ja quasi ein Freundeskreis, am Wochenende weggehen, einzutrinken, Spaß haben und gemeinsam sonntags auf dem Platz zu stehen und wieder alles zu geben. Ja, das ist einfach das, was man sehr, sehr vermisst, weil wir halt auch einfach ein großer Freundeskreis sind, ja, und sich halt sehr wenig aktuell sieht. Der Verlauf der Hinrunde war absolut zufriedenstellend. Ja, wir haben Überraschung gelandet. Wir haben den Tabellenführer in Unterzahl geschlagen. Ja, wir hatten auch mal das Quäntchen Glück, haben in der Nachspielzeit Tore erzielt, die uns zum Sieg verholfen haben. Ja, und wenn es so weitergeht, ja, dann bin ich absolut zufrieden. Wir sind eine gute Truppe und sind für immer eine Überraschung gut. Meine persönlichen Ziele sind absolut weiterhin Spaß am Fußball zu haben. Das war und ist auch immer das Wichtigste für mich. Ja, klar, auch der fußballerische Erfolg zählt dazu. Das ein oder andere Tor machen, ja, und einfach Spaß mit der ganzen Mannschaft haben. Das ist für mich das, was absolut im Vordergrund steht. Egal, wo man am Ende steht. Zum Schluss grüße ich die ganze Lila Familie, ja, und alle, die den Podcast hier hören. Ich wünsche euch schöne und besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Bleibt alle gesund, bleibt mit eurem Bobbes daheim, wenn es möglich ist, ja. Tut das Beste aus der Situation und da kommen wieder bessere Zeiten. Und wenn die wieder da sind, verspreche ich, feiern wir die alle mit einer schönen, schönen Las Lilas Party, ja, wo wir die Nacht zum Tag machen, ja, in Lila, so wie es sonst, wie man es von uns kennt, ja. Und da reißen wir die Dachlatte so richtig ab. Macht's gut, bleibt gesund, tschö.